eingrooven. 3 zu 1 gegen die Leadoff-Hitterin der Wrestling Women's. Die, wie auch schon in Spiel 1, einen Leadoff-Walk erarbeitet. Katharina Zalay mit dem Leadoff-Walk auf Schlagposition 2. Die Nummer 10 ist Alina von Prag. Bruck mit einem Slap-Hit. Instinktiv das richtige Spiel gemacht. Ball gefieldet, auf den Lead-Runner gegangen. Etwas spät dran, die Verteidigerin am Second Base war dann off the back, als der Wurf ankam. Damit nun 0 aus und Läuferinnen an 1 und 2. Ein Foulband der Nummer 3 Schlägerin mit der Nummer 29. Auch das ist Mara Brockmeier. Ein Steal, ein Double Steal im Hintergrund sorgt dafür, dass beide Runnerinnen nun in Scoring Position sind. Läuferin auf 2 und 3 bei keinem aus. Aber Mara Lagner hat 2 Strikes im Circle. Ball trifft das Base. Das bedeutet Fairball. Die ersten beiden Runs. Wenn du oben bist, ist so ein Schlag fair. Küsst die Bag und bleibt fair. Ein 2 RBI Single. Das im Verlauf des Spielzuges in ein Double gestretched wird. Sind wir gleich wieder in der Catch-up-Phase. Vier Batter im Spiel. Die Nummer 49. Milena Böttger mit einem Flyball ins Left Field. Leftfielderin Anne Rathjen kann den Ball da nicht im Handschuh behalten. Letzte Woche haben wir sie noch so gelobt. Alles, was auch nur annähernd ins Left Field ging, war auf jeden Fall ein Flyout. Staubsauger Rathjen. Heute leider nicht ganz so im Spiel. Frau Volkmann, die Starting Pitcherin aus Spiel 1, jetzt am Schlag. Zwei Runs drin, kein Aus und zwei Läuferinnen auf Base. Ein Line Drive über die Third Base V, die eingezogen spielt. Ja. Nee. Das Fielding-Glück ist den Knights heute einfach nicht hold. Hit them where they ain't. Das scheint die Devise der Wrestling Worldmans zu sein. So haben wir bereits nach 5-6 Hittern die erste Konferenz im Circle. Alexandra Stübe ist etwas aufgebracht. Ja, zu Recht. Zu Recht. Da kann es nicht starten. 12 Pitches für 5 Base Runner. 2 davon gezwungenermaßen schon rum. 0 aus, Bases loaded. Chime am Start. Lagler beginnt mit einem Fastball Inside Strike. Das Gute ist, mit so vielen Base Runnern kann man überall über kurze Distanzen ein Aus erzielen.
Das Schlechte ist, sie sind halt auf den Bases. Allerfeinste Baseball- bzw. Softball-Philosophie hier. Wenn ich jetzt wirklich vom Fach her wüsste ich, dass es sowas gibt wie Infield Fly. Aber wir haben einen Double Play Ball möglichen für ein Force Out an Second Base. Das erste aus des Innings. Ein weiterer Run überquert die Home Plate. RBI Ground Ball von Chime. Etwas kompliziertere Zeichen für die Schlagfrau, die Nummer 99. Tatjana Jung. Schwingt etwas zu spät. Im Hintergrund wird das zweite Base erlaufen. Somit haben wir wieder Läuferin auf 2 und 3. Damit kein Forced Play mehr an 1 und hoch. An 1 natürlich, aber an Home nicht mehr. Ah, schöner Pitch. Die Wrestling Vermins versuchen auch diesem Spiel gleich ihren Stempel aufzudrücken. Das gelingt ihnen auch ganz gut. Jetzt 3 Runs, 18 Pitches. 18 Pitches für ein Aus. Das ist... Oh, ein Aus, das ich noch nicht gedrückt habe. Late swing on a fastball. Das riecht doch nach dem ersten Strikeout hier, finde ich. Ja, es schreit nach einem Strikeout. Oh, das war mutig, den nicht zu schwingen. Full count. Harter Foulball, die Third Baseline runter. Abermals viel zu spät. Eigentlich beste Voraussetzung für die Pitcherin. Hier Nägel mit Köpfen zu machen und das zweite Aus einzufahren. Pass, ein abgeschossener Läuferin am dritten Base. Axel Foley, helfen Sie. Ja, wenn einer der wirkliche Sieger hier heute ist, dann ist das JD, unser Stadionsprecher und DJ. Der an seiner Legende arbeitet. Oh, das sind echte Major League Betting Gloves. Da wird ja traditionsgemäß das schlechteste, der schlechteste Klettverschluss verbaut, den man so finden kann. Ein hoher Flugball. In Centerfield, die Runnerin tagged up, der Wurf ist etwas kurz, wird ein weiterer Run scored, ein Sack F8. Oh, vergiss nicht das Aus. Damit zwei Aus im Spiel. Nun im Schlag eine Spielerin, die im ersten Spiel nicht mitgespielt hat, die Nummer 73. Ein Flyball ins right field, just fair. Es scored ein weiterer Run. Ein Double mit zwei aus für den fünften Run.
Wow, das ist nicht der Start, den wir uns erhofft hatten. Mara, Lagler und Gefährtin werden hier geambusht. Die Sportkameradinnen aus Wesseling setzen hier ihre Duftmarke in einem harten ersten Inning. Ein Versuch eines Backpicks. Entschuldigen Sie bitte. Ja, die Pitches von Mara Lagler scheinen der gegnerischen Line-Up sehr zu liegen. Die erste Begegnung, viele harte und gute Kontakte. Wie heißt es so schön? She isn't fooling anybody. Vielleicht etwas runternehmen von den Pitches, etwas mehr Movement und für Überraschungen sorgen. Aber das sagt sich so leicht aus der Sprecherkabine. Natürlich ist auch sie etwas shell-shocked und muss das erstmal verarbeiten. 5-0 Start damit. Haben sicherlich die wenigsten gerechnet. Wir auf keinen Fall. Aber man muss einfach sagen, die Vermins haben ihre Hitting-Shoes an und sie schwingen auf vieles, was knapp ist. Sind manchmal etwas off vom Timing, aber sie machen die Kontakte, wenn nötig. Und erzwingen die Feldaktion. Struck her out. Nehmen wir. Das erste Strikeout in diesem Inning. 5-0. Was für ein Buzzkill. Wir gehen in die Pause. Willkommen zur unteren Hälfte des ersten Innings, gleich mit der ersten Überraschung. Es startet am Schlag Kaiser Otternberg, die stand nicht in unserer Lineup. Guck mal, wie schnell ich das gewechselt kriege. Ja, aber Ruben, der Zauberer, hat es parat. Wir wollen hoffen, dass die gute Kaiser ihr A-Game gebracht hat. Ja, ich muss ja sagen, diese taktischen Last-Minute-Wechsel, noch bevor das Spiel richtig angefangen hat,
Die sind ja Gift für das, was wir hier machen. Jetzt weiß ich endlich, gegen wen die Coaches das machen. Ja. So, dann streichen wir Eda Hinze. Ja, dafür ist dann 19. Kaiser. Rottenberg. Ich habe mich immer mal gefragt, mit wem man, gegen wen man denn da taktisch irgendwie arbeiten will, wen man da verarschen will. Jetzt wissen wir es. Caro Steker, Second Base Frau. Letzten Spiel mit einem Hit ist die Nummer 2 Schlägerin. Caroline lässt sich da nichts andrehen. Sie lässt sich kein X für ein U vormachen. 3-0 der Count. Vollkommen richtig. Wir haben nichts zu verschenken mit 5 Runs hinten. Da muss man den nehmen. Nach 3 Balls in Folge muss die gegnerische Pitcherin erstmal beweisen, dass da auch was kommt. Dass da mehr ist. Ein Walk für Caro Stöcker. Ich glaube, das ist nicht Selinas Walk-Up-Song, sondern... Der Song für Caro noch als Baserunner an 1 jetzt. Speedy Bee, Speedy Bo. Unchallenged. Stolen Base. Läufer noch 2. RBI Time für Selina McKenzie. Ein Stil des dritten Base. Sie hat die schnellen Schuhe an heute. Unerlässlich für eine Second Base-Frau beim Softball, bei den ganzen Plays, die man auch am ersten Base zusätzlich hat. Steker scheitert damit ihrem Versuch, das Third Base zu verstecken. Field Umpire Galeb Sönnes ist da schnell zur Stelle. Gräbt es wieder aus. Und Selina mit einem harten Foulball. Ich muss sagen, dieser Pragmatismus beim Softball, der gefällt mir. Also beim Hardball kann ich es mir schwer vorstellen, dass einer der Umpire da im Feld eine Bürste rausholt und ein Base oder die Pitchers Plate säubert. Ja, so weit sind wir da noch nicht. So, jetzt McKenzie. Mit einem weiteren Schwungversuch. Full Count jetzt. Für McKenzie. Ein harter Kontakt. Oh. Und beinahe ins Double Play. Das hätte den Tag perfekt gemacht. Ein Line Drive in den Handschuh der Third Base Frau.
die umfällt und fast noch das Double Play vollendet. Da finde ich aber ein starkes Play von ihr. Also großartig reagiert. Schlag jetzt unsere Catcherin Alexandra Stüwe. Fängt mit einem Ball an. Catcherin kann diesen jedoch vor sich behalten und verhindern, dass Speedy Bo Steker den ersten Run macht. Ein mächtiger Cut. Ohne Kontakt leider. Hoffen trotzdem, dass er etwas Eindruck gemacht hat. Feldverteidigung geht auch gleich ein, zwei Schritte zurück. Zwei Balls, ein Strike, Inside Pitch. Ja, ich habe da schon ein bisschen gezuckt. Ja. War dann aber doch deutlich zu tief. Das muss dieser ominöse Change-Up sein, von dem wir alle sprechen. Also, mich hat er erwischt. Der Verschwindeball. Oha, oha. Ein Überwurf. Die Knights on the board. Der erste Run ist drin. RBI von Andrea Stüwe, die sicher das erste Base erreicht und auf den Überwurf ans zweite Base weiterkommt. Hat sich die harte Arbeit gelohnt. Nun stark am Schlag. Piotrowski. Wichtig ist, dass die Knights gleich geantwortet haben und der linkshändigen Pitcherin einen Run eingeschenkt haben. Ein Steal im Hintergrund, jetzt auch das dritte Base. Laufen mit zwei Aus und zwei Strikes. Haben wir eine Runnerin am dritten Base für Angie P. Die sich etwas... Equipment entledigt. Gelockt. Aber sie konnte widerstehen. Count even, 2 und 2. Ja, alles bereit für die Rally. Ich sehe gerade, die Mädels haben im Dugout sogar echte Drumsticks. Da wird nicht einfach mit den Händen auf irgendeinem Ballbucket getrommelt. Was für ein Catch. Ja, starkes Inning. Eine zirkusreife Leistung der Third Base Verteidigerin. Die zwei unglaublich harte Kontakte nonchalant wegfängt und so die Rallye der Knights im Keim erstickt. Aber the home team is on the board, 1-5 nach einem Inning. We are ready for more.
Cruel Summer im Hintergrund und ein Cruel First Inning war es für Mara Lagler und Konsortin. Der Schaden konnte nur begrenzt wieder gut gemacht werden mit einem Run. Einfach, weil die Third-Base-Frau der Wrestling Vermins es nicht zuließ und zwei richtig harte Kontakte grandios wegfing. Nun eine Circle-Konferenz, aber erzwungenermaßen dadurch, dass Coach Kirchner offensichtlich noch auf der Suche nach der richtigen Defense-Formation ist. Ich glaube, die hat er schon gefunden, nur die Vermittlung dauert gerade noch an. So wie ich das gesehen habe, ist Angelika Piotrowski wechselt aus dem Right Field auf Third Base. Robin Adam sehe ich im Moment nicht mehr im Feld. Kaiser Ottenberg scheint das Right Field zu übernehmen. Manuela Hinze jetzt an First Base. Ansonsten die Defensive, glaube ich, unverändert, so wie ich das sehe. Die 3 wird zu 6. Wir spielen mit einer versteckten 9. Mario Götze hat immer noch keine Arbeit. Was soll hier noch passieren? Zweites Inning. Es ist schönes Wetter. Kommt vorbei. Hier passiert noch einiges. Da können wir sicher sein. Ja. Vielleicht mal bei der kleinen Verzögerung zur Info mit dem verlorenen ersten Spiel ist jetzt auch sicher, wie es weitergeht in der Postseason. Die Knights haben in der ersten Runde des Deutschlandpokals dann ein Freilos vor sich und spielen dann in 2 Wochen auswärts gegen den Verlierer aus der Serie Bonn gegen, habe ich mir leider nicht gemerkt. Here we go. Inning 2. First pitch swinging. Es ist ein Foot Race zwischen Sticker und ein kurzer Bunt für einen Base Hit. Etwas spät am Base, die Second-Base-Verteidigerin Steker. Der Ball macht sich selbstständig. Und die Konfusion, die kurze, wird genutzt von der Runnerin, die zum zweiten Base vorangeht. Es folgt die nächste Schlagfrau. Auch sie mit einem kurzen Schwung. Da wurde die Rakete rausgeholt und doch noch das Aus am First Base gemacht. Chapeau für diesen Mörderwurf. Ja, schönes Play. Ich habe da noch gedacht, man kann den Run auch etwas zu lange zurückgucken. Und sich unnötig unter Zeitdruck setzen. Know your runners, know your arm strength. Beeindruckend. Aber wie so oft, wenn du das Play machst, gibt dir der Erfolg recht. Wie sagte man so schön schon bei Joakim Noah in der NBA, wer trifft, hat recht. Ein Pop-up zum Second Base. Oh. Fällt aus dem Handschuh. Das Play eigentlich schon gemacht. Und in letzter Sekunde entscheidet sich der Ball um und verlässt den sicheren Handschuh wieder. Schade, sehr schade für die Defense, sehr schade. Läuferin auf 1 und 3, nun weiterhin ein Aus. Da hätte ich mir etwas mehr Aggressivität von der Right-Fielderin Kaiser Ottenberg gewünscht. Mara Böttger jetzt am Schlag, im Hintergrund ein Delayed Steal. Der Ball wird abgecuttet. Läuferin auf 2 und 3 nun. Bei diesen Bällen zwischen In- und Outfield hast du als Outfielder einfach immer das einfache Play. Du läufst einfach nur geradeaus nach vorne, so wie wir es gewohnt sind. Ein Comebacker. Up the middle.
Base Hit, ein weiterer Run scored. Man muss es ihnen neidlos anerkennen. Die Wesseling-Wärmes sind eine höchst opportunistische Offense. Gibt man ihnen den kleinen Finger, nehmen sie gleich die ganze Hand und scoren die Runs. Eine weitere Circle Conference. Knights wissen, sie können es besser. Sie haben gezeigt, dass sie es besser können. Sie können sehr viel erfolgreicher spielen. Sie müssen nur den inneren Pokalsieger kanalisieren und jetzt richtig aufdrehen. Da geht noch was. Ein Strike. Ich habe gehört, für den richtigen Pokal-Rally-Spirit musste erst in Frankfurt der Teambus aufgebrochen werden, dein Equipment geklaut werden. Oh! Das können wir heute Nachmittag nicht mehr leisten. Nee, ich glaube, das würde jetzt keinen Sinn machen. Ich glaube, der Bus steht hier neben der Anlage, aber dem jetzt die Scheibe einzuschlagen, wäre relativ wertlos. Das wäre purer Vandalismus. Der Ball findet die Lücke. Erneut ein harter Kontakt mit zwei Strikes. Der nächste Run ist über die Plate gekommen. Es bleibt die Situation gleich. Läuferin auf 1 und 3. Swing and a miss, foul ball. Ja, was denn nun? Ja, swing and a miss, foul ball. Ist natürlich wieder. Ich kriege hier nichts vorbei an Ruben. Ja, hat er mich gleich wieder kalt erwischt. Strike 2. Gutes Pitching von Lagler. Scheint ins Spiel gefunden zu haben. Aber dann leider doch der ein oder andere missgünstige Pitch für die Gegnerin. Schlägt sich selber an. Angeschlagen. Ein unzerstörbares Soundsample aus dem Centerfield. Und der Ball wird ins Spiel gebracht zur Shortstopin. Die holt den guten Arm raus. Stretch von Ela Hinze. Zweites aus, 6-3. Auf Kosten eines weiteren Runs. Aber wir tauschen das aus gegen den Run. Läuferin auf 2-2 aus. Tatjana Jung am Schlag für die Wesseling Womens. Lässt diesen hohen Pitch passieren. 2-1, der Count. 2 aus. Ja, JD mit seiner Harley-Runde hinterm Centerfield dreht. Come on, Knights, let's go get the second and the third out. Das second haben wir schon, der third out brauchen wir. 3-1 Count, Mara Lagner am Pitch. Ball 4, walk. Aber so wieder die Möglichkeit für Forced Plays an 3, 2 und 1 in einem kurzen Wurf das dritte auszumachen. Der 50. Pitch kündigt sich an. Wir haben in der Defense 5 aus nur erarbeiten können damit.
50. Pitch ist ein Ball. Schlagfrau Laura, Vorname, Nachname unbekannt. Am Werk für die Wesseling Vermans erarbeitet sich den Count zu 3-0. Kleiner Pep Talk von Alex Stüwe. Come on, Mara, get back in the game. Wir haben zwei aus. Das dritte schaffst du auch noch. Come on, girl, let's go. Was auch immer da gerade passierte im Hintergrund. Ich glaube, es ist der Baustellensituation hier geschuldet. Also. Vier-Pitch-Walk. Hanna hält, rennt einmal quer durchs Feld. Und wohin es jetzt geht, geht unseren Zuschauern nichts an. So, Armschlag, Lilly Hedman, Bases loaded. Zwei aus, kommt eine Pinch-Runnerin. Ja, ich glaube, pass auf, jetzt kommen die nächsten Softball-Spezialitäten. Genau. Ich glaube, es ist sogar eine Courtesy-Runnerin. Bei zwei aus kannst du für die Catcherin einfach jemand anders laufen lassen. Jemand anders, glaube ich, nicht. Müsste das am weitesten entfernte aus sein. Genau. Damit die Catcherin Katrin sich schnell Chime auf das nächste Inning vorbereiten kann. Ja, Softball ist so ein freundlicher Sport für Galane. Courtesy Runner. Wow. Ja, was soll ich sagen? Auch das schlau und pragmatisch. Die kurzen Inningwechsel, die durch solche Regeln ermöglicht werden. Großartig. Definitiv gut für die Zuschauer. Großartig. Lediglich für uns hier an den Mikrofonen der Bildregie eine zusätzliche Herausforderung. Mara startet mit Strike 1. Wir haben Force Play auf jeder Base. Das bedeutet auch Runners auf jeder Base. Zwei out, aber haben wir schon. Tiefer Strike und Backpick. Die Courtesy-Runnerin wird gepickt. Es war wohl eine neue Situation für sie. Wir nehmen das dankend an. Drei Runs für Wesseling erhöhen den Spielstand auf 8-1. Bottom of the second. Willkommen zurück. Der Gegner muss sich da noch einen Schlachtplan zurechtlegen. Nummer 7. Anne Ratjen, Beginn für die Knights. Links gegen links das Duell. Startet mit einem Swing Strike gegen Anne Ratjen.
Anne hit the ball, er schallt es aus dem Dugout. Er will Anne nicht zurückstecken, aber der Ball war faul. Glück im Unglück. Glück im Unglück. Sauber gefieldet der Ball an 1B. Anne Ratjen spielt heute mit Extra-Leben. Ready Player One. Swing and a miss, Strikeout für das erste aus. Der Verschwindeball. Nummer 72, die Pitcherin Mara Lagler. Mit ihrem ersten At-Bat heute. Der Count für Mara. Ein satter Kontakt über die Shortstop hin ins Centerfield für ein Clean Base Hit. Good job, Mara. Nun im Schlag die Nummer 94. Ist es Robin Adam? Ja. Ein Blick auf den Bildschirm verrät uns, dass Robin am Schlag ist. Ein Stolen Base im Hintergrund. Leider nicht. Oh, ein überzeugender Wurf an Second Base. Sorgt für ein Clean Out. Jetzt habe ich den Pitch leider verpasst. Wasserflaschen am Stahlzaun ist der Sound der Straße. Oh, und ein Hit by Pitch. Es freut unseren Toningenieur ganz besonders. Der Stahlzaun am Dugout. Direkte Verlängerung des Backstops, an dem unsere Kamera montiert ist. Das Ganze geht als Körperschall unmittelbar in den Livestream. Just a little high. Antonia Pape mit der 64. Bereit ins Spiel einzugreifen. Satter Kontakt. Ein unlucky Bounce für die Shortstoppern. Sorgt dafür, dass Tony P. das erste Base erreicht. Relativ unglücklich, dieses Stolen Base. Danach folgt ein Hit by Pitch und ein Base Hit. Turn the lineup over. Ela Hinze am Schlag.
Ina Hinze stand vor Spielbeginn in dieser Schlagreihenfolge in der Betting Order, wurde dann kurzfristig vor dem ersten Pitch gegen Kaiser Otternberg getauscht. Befindet sich jetzt allerdings wieder in dem Slot, dem Lead-Off-Slot. Die Frage ist, wurde dies allen Stellen mitgeteilt? Ja, mir nicht. Ich hatte hier eben noch Kaiser auf dem Button stehen, habe ganz panisch den Link dahinter geändert. So. Teilweise, diese Wechsel haben das Potenzial für ein Buch mit 7 Siegeln. Aber wir sind hoffentlich jetzt Zeuge einer Rallye. Läufer auf 1 und 2 und mit Ela Hinze, eine Sluggerin alter Schule am Schlag, die einen Pitch schon mal amtlich verhaften kann. Ein Drive down the line, wieder in den Handschuh der Third Base Frau. Ja. Was hat diese Frau in ihrem Handschuh, dass sie die Bälle magnetisch anzieht? Also wenn du irgendwo nicht hinschlagen willst, ja, gegen die Vermins, dann ist das im Moment Third Base. Alles richtig gemacht und doch alles falsch. U5. Leider keine Runs für die Knights. Obere Hälfte, drittes Inning. Startet sofort. Es wird mal wieder gewechselt, was ganz Neues in diesem Spiel. Wow. Inning 3 beginnt mit einem kleinen Wechsel bei den Knights. Caroline Meyer jetzt im Right Field. Und Mara Lagler beginnt mit einem Strike. Make it two. Das ist die 18, die 10. Struck out on 3 pitches. Das war Strikeout gegen Lilly Hedman, um das Inning zu beginnen. Ja, wenn ihr euch fragt, warum nicht beide Teams hier mit Grafiken und präzisen Kommentaren gleich gut beglückt werden, dann liegt das daran, dass wir die Informationen aus Wessling deutlich zu spät bekommen haben. Ein satter Schlag für ein Stand-Up-Triple mit einem Aus. Das war jetzt aber gar nicht als Vorwurf gemeint. Tatsächlich hatten die Wesslinger es mit der Anreise und der Sperrung der R7, glaube ich, extra schwer. Ja. Wer hier weniger als 30 Minuten vor Playball aus dem Bus fällt, der hat andere Sorgen. War Katharina Zalay mit einem krachenden Triple. Jetzt am Schlag Alina von Bruck. Ein Aus, Läuferin auf 3, 8-1 im dritten Inning. Sie schwingt zur Second Base, ein Run scored, ein Aus gemacht.
2 aus haben wir jetzt. Ja, noch 1:9. Eine beachtliche Führung für Wesseling. Mara Borgmeier am Schlag. Lässt sich nicht lumpen. Auch Angie Piotrowski kann Third Base spielen. Das ist nicht mal ein Quick Inning. Wesseling Vermins wechseln die Pitcherin im dritten Inning aus. Nun auf dem Hügel Hannah Held. Am Schlag für die ETVler Caro Steker. Vor allem muss ich an dieser Stelle erstmal mein Mikrofon anmuten. So, jetzt aber. Ich muss dich tadeln. Christa Ottenberg, Vater von Kaiser Ottenberg und ehemaliger Sportdirektor hier bei uns, beschwert sich zu Recht. Seine Tochter heißt genau wie er mit Nachnamen Ottenberg und nicht Otterberg. Mea culpa, es wird nicht wieder vorkommen. Und mir fehlt ein Pitch. Strike kann es doch nicht gewesen sein. Anna Held hat eine etwas, sagen wir mal, she looks intimidating on the circle. Also mit Anna Held scheint nicht zu spaßen zu sein. Sie strahlt schon etwas Bedrohliches aus hier beim Werfen. Caro Steker hält dagegen. Und JD spielt den Rocket Beat. Herbie Hancock freut sich. Wir freuen uns. Make it happen. Start the offense up. Abgerutscht. Zum Full Count.
humorlos ausgestrikt. Es folgt Selina McKenzie. Be a lead off, Selina. Hit me, baby, one more time. Akustisch definitiv kein Favorite von mir. Aber ich weiß, warum sie sich den Walk-Up-Song gewünscht hat. Schalalalala. Foulball. Nein, kein Foulball. Ein Pop-Up zu Second Base. Souverän gefangen. Ja, die Pitches, die Hannah Held hier bringt, die sind nochmal ein ganz anderer Schnack als das, was wir die ersten zwei Innings gesehen haben. Da müssen sich die Knights-Damen erstmal wieder feinjustieren. Ja, Hut ab an den Head Coach der Vermins, Udo Demel. Eben noch der MVP an Third Base, jetzt punktgenau auf Second Base gewechselt offensichtlich. Macht hier jemand einen Großteil der Outs alleine. Schönes, ein wunderbares Single von Alexandra Stubel, die damit in diesem Spiel 2 für 2 ist. AGP nun am Start mit 2 aus und der Läufer werden auf 1. Zumindest können wir versuchen, dieses Inning zu teilen. Right down the middle. Strike one gegen Angelica. Swing and a foul ball. Humorlos ausgestrikt. Das war Inning 3. Nein. Hannah Held mit 2 Strikeouts, einem Pop-Up und einem Base-Hit. Oh, we'll be right back. Thank you.
Back im vierten Inning, ein Lead-Off-Single an der Nummer 49. Mara Mütger. Ja. Die Vermins wittern hier die Chance, das Spiel vorzeitig zu beenden. Nehmen ihr Schicksal in die eigene Hand und schwingen. Ja, exakt. Inning 4. Ab jetzt gilt die 10-Run-Rule. Claudia Volkmann am Start. Ein weiterer harter Kontakt ins Centerfield sorgt für 2 on, kein Aus. Ja, wenn diese beiden Runnerinnen rumkommen zur 11:1 Führung, dann sind die Knights under pressure. Ja. Dann muss mindestens ein Punkt her. Dann muss Hannah Held bezwungen werden für einen Run. Also, noch können wir ja ein Double Play starten. Läufer auf 1 und 2, das heißt Force Play an 3, 2 und 1. Ja, da wäre ich jetzt für. Ja, das nehme ich. Das nehmen wir. Auch die Knights sind natürlich durchaus jederzeit in der Lage, spektakuläre Fielding-Spielzüge an die Frau zu bringen. Jetzt wäre ein äußerst passender Treffpunkt oder Termin, besser gesagt. Pop-up, Foul. Ein Ball, zwei Strikes für Mara Lagner. Rollt in unser Studio. Ja, da ist er ja. Strahlend gelb vom DBV. Ja, der hat auch gut was abbekommen. Das wird sein letzter echter Spieleinsatz gewesen sein. Katrin Chimme weigert sich hier, Pitches an ihr vorbeigehen zu lassen. Alles, was knapp ist, geht sie drauf. Ein erneuter Foulball. She's got the swinging shoes on. Es läuft bei ihr, Katrin C. Aber den Count full. Kein Aus. Läufer auf 1 und 2. Full Count. Ball 4. Just a little bit inside. Gut gearbeitet auf beiden Seiten. Short end of the stick, aber leider auf Seiten von Mara Lagner, die sich nun mit geladenen Bases konfrontiert sieht. Der Umpire Lohnert bewaffnet sich mit 9 Bällen. Mal hoffen, dass in denen noch ein paar Strikes mehr drin sind. 0 aus, Bases loaded. Erster Strike für Mara Lagler. Gegen die Nummer 99, Tatjana Jung. Ich das richtig? Kopf aber. Die bringt den Ball ins Spiel. Eine Slice-Rückhand über die Third-Base-Frau. Scored den Run zum 10:1. Alle Runner move ein Base weiter. Puh.
Die 10-Run-Rule klopft an die Tür. Wollen wir sie reinlasse? Natürlich nicht. Gomara. Catcherin Laura T. am Schlag. Mit einem weiteren Foulball. Der Count. Unangenehme Situation mit Bases loaded. Ich glaube, den hätte ich anders gecallt. Da versucht Mara etwas zu fein zu sein. 11 zu 1. Und da damit ist die 10 Punkte Führung. Kreuz der 11. Run. 10 Run Rule ist nun hergestellt. Aber immer noch Bases loaded und null aus. Immer noch Bases ich will dir nichts darauf beschwören, aber ob es mal dabei bleibt. Oh, 2 der Count. Mara Lagler auf jeden Fall weit vorne mit 2 Strikes jetzt. Und da ist das Double Play. Nice. Ein Lineout, Double Play, F4, 4-5. Leert die dritte Base. Nimmt die Batter Runnerin aus. Damit haben wir jetzt 2 aus und Läuferin auf 1 und 2. Das sieht doch gleich viel freundlicher aus. Absolut. Starkes Play von Caroline Steker. Jetzt am Schlag Katharine Zala, die heute viel Unheil angerichtet hat. Das war das dritte aus. Aber jetzt mit einem F5. Ein Flyout ins Outfield, das dritte ausbesorgt. 5, 3, 8, 9, 11 zu 1. Ja, wie sagst du das schön? Crunch Time. Crunch Time. Die Knights müssen jetzt abliefern. Müssen die Hitting-Schuhe rausholen, die Hitting-Gloves, die Hitting alles. Und diesen einen Punkt erzielen, der uns ein weiteres Inning kauft. Here we go.
Rally Time, hoffentlich an der Ratien, start us up. JD lässt nicht locker. I'm still standing. Wo ist der Rally Shark? Der Rally Monkey? Wir nehmen alles. Ein Run muss her. Ja. Das hat so ein bisschen was vom Wimbledon-Tennisturnier Doppel am Netz. Das erschüttert selbst die Pitcherin Hannah Held. Ja. Am Kopf will man niemand treffen. Nee. Instinktiv den Schläger zum Ball gebracht ja. Und sich selbst auch noch damit bestraft. 0-2 hinten. Anne Ratjen. Slap hit foul. Anne Ratjen bleibt am Leben. Wir brauchen nicht viel. Wir brauchen einen Run, um uns ein nächstes Inning zu erkaufen. Also erstmal eine started up with the base runner. Massiver Choke-up von Ratjen. Greift den Schläger. Nicht zwei Finger, sondern eine gute Handbreit kürzer. Für maximale Flexibilität, um dann jeden Pitch noch ranzukommen. Gut gelockt. Ist sie kurz die Leiter mit ihr geclimbed. Strikeout zum Leadoff des Innings. Es folgt Pitcherin Mara Lagler. Einen schönen Base-Hit hatte in ihrem letzten At-Bat. Schlägt sich selber an. Hat sich selber angeschlagen, ja. Aufruhr im Right Field. Da liegt was. Wollen wir hoffen, dass Coach Kirchner nochmal die Winning Combination findet hier in seinem Dreiersystem. Weiter geht's. 1-1 der Count für Mara. Foulball, den unsere GoPro aber problemlos wegsteckt. 2-2 der Count für Mara Lagner. Ein aus.
Mars Needs Women heißt der Film. Wir brauchen nur Base Runnerin. Gerdon Marael. Win the Battle, schalt es aus dem Night Stark aus. Das wäre tatsächlich ein schöner Punktsieg im Duell der Pitcherin, wenn Mara das erste Base erreichen könnte. Foulball hält sie am Leben. Ja. Check Swing and a Miss. Das zweite aus. Weiteres damit zwei. Sind Hannah Held und die Wrestling Vermins noch ein aus vom Sieg im zweiten Spiel entfernt. Hannah Held mit drei Strikeouts in Folge auch. Kann Robin Adam diese Entwicklung stoppen? Satter Kontakt, leider faul. 1-1 der Count gegen Robin oder für Robin, je nachdem. Boah. Outside 2-1. Domo arigato. Vielen Dank, Mr. Roboto. Come on, Robin. 3-1. Get on base. Der Hitters Count. Wenig Optionen für die Pitcherin. Ein harter Hit von Robin. Sauber gefieldet. Ballgame. Ballgame. 6-3. Gescored der Spielzug, 11-1 der Spielstand. Ja, Closerin Hannah Held mit 4 Strikeouts in 2 Innings, einem abgegebenen Hit. Macht den Deckel drauf auf dieses 11-1. Ja, was soll man daraus sagen? Wrestling Vermins heute eine Nummer zu groß. Definitiv. Haben jeweils im ersten Inning schon den Druck gebracht und sich dann nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen. Ja, Glückwunsch zu dem ersten Platz in der Nordliga. Sehr starker Auftritt. Die Knights immer wieder mit Flashes of Brilliance, mit schönen Schlägen, auch schönen Feldaktionen, aber leider nicht konstant durchgespielt, die Innings. Absolut. Das sich auch immer zwei verdiente wieder, Siege für die Vermins. Ja, immer mal wieder ein eigenes Loch gegraben, aus dem man heute nicht mehr rauskam. Gegen eine Mannschaft, die so viel Klasse hat wie Wessling. Trotzdem gab es meiner Meinung nach heute einen weiteren Sieger, eigentlich den Sieger der Herzen. Und das ist Jan-David Rönnfeld, der das ganze Viertel bespaßt hat, ob sie es wollten oder nicht. Definitiv unser MVP heute. Ich fühle mich auch wie ein Sieger, weil ich durfte neben Ruben Resig sitzen und dieses Spiel kommentieren. Vielen Dank, Ruben, für alles, was du hier geleistet hast.
Ich danke dir, Olli. Ohne dich wäre das Ganze nur halb so viel wert. Kann technisch noch so viel schön aussehen. Wunderbar. Ohne deine Expertise und dein sprachliches Geschick wäre das sicherlich nur halb so schön anzuschauen. Ach, das geht runter wie Öl. Ja, dann wünschen wir den Knights viel Erfolg in der kommenden Pokalphase. Ja. Und verabschieden uns für heute. Vielen Dank auch an euch da draußen, die ihr uns begleitet habt oder im Laufe der Tage im Real Life begleiten werden. Wir lieben euch alle. Schöne letzte Worte. Ich danke euch.